So, dann wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier Schönes? Noch hier eine Karte? Ne, hier haben wir eine Karte. Weltkarte. Vault 101 und hier ein unbekannter Ort. Nee. Okay. Gott, oh Gott. So. Overlook. Aha. Smack Overlook. Was gibt's denn hier Schönes? Auf jeden Fall, ich habe zwei unbedeckte Orte auf der Karte. Dann wollen wir doch da mal hingehen. Ein Einkaufswagen. Ach, so viel zum Thema Looten. Na gut. Ja, komm. Achso, so. Ach. Warum ist denn jetzt auf einmal so leise geworden? Galaxy News Radio? Nein. 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 Geil. Okay. Ja, und du? Ich kann eh nichts mitnehmen. Bin überlastet. Oh, oh. Das ist Spring Whale. Ah. Eine Red Rocket. Oh. Hallo, du. Ach so. Warte kurz. Na gut, egal. So, das wäre Spring Whale. Und wenn wir jetzt auf die Karte gucken würden, was wir hier jetzt machen können, müsste da etwas, was nicht auf der Karte ist. Wir gehen erstmal zum Megaton. Gut, jetzt ist es auch relativ gut zu erkennen. Das ist Megaton. Hallo! Oh. Ein Brahmin-Schädel. Was ist denn hier los? Brahmin aus Hartins Herde. Karawanwache. Lucky Harith. Hallo? Irgendetwas stimmt gerade so tontechnisch gerade gar nicht. Irgendwas ist hier jetzt gerade im Argen. Optionen, Audio, Stimmen, Effekte, Radio. Ja, Musik muss jetzt nicht mehr unbedingt lauter werden. Oh, hallo. Warum höre ich jetzt gar nichts mehr? Was ist denn los? Weißt du was? Ich muss mal ganz kurz... Ich speichere das mal kurz. Und werde mal ganz kurz das Spiel neu starten. Bin gleich wieder da. Okay, da bin ich wieder. Wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Ton. Wie wär's mit einem Handel? Hallo. Ja, aber jetzt. Ich bin hier, weil ich kaufen will. Die Welt ist eben ein gefährlicher und unausgeglichener Ort. Ja? Ich habe erkannt, dass Frieden nur möglich ist, wenn alle potenziell gefährlich sind. Ach so. Darum habe ich mit etwas Hilfe des Bürgermeisters von Canterbury Commons diese Karawane aufgebaut. Meine Waffen sind nicht gratis, aber günstig.
Okay. Ah, jetzt habe ich was über Canterbury Counts. Das ist jetzt auf meiner Karte. Ich biete einen heißen Tod mit ganz verschiedenen aufregenden Geschmäckern an. Ich sehe das schon. Sie Ihre Wahl. Ich sehe das schon. Ich habe 0 Kronkorken. Ja, Moment. Wodka. Laboruniform. Sicherheitsausrüstung brauche ich nicht wirklich 5, da reicht mir eine. Ach, siehst du, hätte ich sie komplett reparieren können. Stimmt. Oh, ich bin komplett. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ja, warte, warte, dann, geht mal wieder her. Jo, komm. 11 Tassen, Stange Zigaretten, Skalpell, Sensormodul, Schraubenschlüssel, Schnapsgläser, eine Schere, ein Schachbrett. Red-Kakerlaken-Spügel. Das kann ich reparieren. Und Medex Luftgewehr, jawohl. Leere Spritze. 5 Kaffeetassen. Haarklammer Gaskrug. Getönte Lesebrille, ja, gucken wir mal. Die Klamotten behalte ich erstmal noch. Baseballhandschuhe, sowas brauche ich. Altmetall. Okay, ich denke mal, das Dringendste, was ich erstmal brauche, sind Stimpaks. So. Raketenwerfer, oh nee. Diagramm Rösti. Nee. Ein Baseballschläger, damit könnte ich meinen vielleicht reparieren. Die 10mm Pistole, ich habe doch eine. Ne? Die ist sogar auch noch voll, das ist gut. Dann brauchen wir noch den Billardschläger. Laserpistole, ist ja lachhaft. Hm. Ja, akzeptieren wir das mal. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch was brauchen. Okay. Machen Sie es gut und passen Sie auf sich auf, okay? Ich werde es versuchen. So. Die haben ja gerade ausgeteilt hier. Mickey. Oh nein, nein. Ist das... Oh, fuck. Ist das nicht der... Oh, scheiße. Hallo? Haben die nicht 2 erschossen? Mich dünkte, die hatten 2 erschossen. Na gut, vielleicht war es noch eine Ameise. Oh, ausgerechnet Mikey. Das ist doof. Das war der gewesen, der, wo ich mal, wo ich ein bisschen schummeln Möchten konnte. Möchten Sie einkaufen? Sehen Sie sich. Bitte, sehen Sie sich meine Sammlung qualitativ hochwertiger Problemlöser an. Die will ich nicht. So. Ein weiterer zu. Danke. So. Wenn ich jetzt nämlich was reparieren... Ist die Karte irgendwie größer geworden? Egal. Gegenstände, Kleidung. So, das war R, ne? Auch weiter kann ich es nicht reparieren. Okay. In Negaton. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Okay. Das kann ich nicht, okay. Achso, jetzt habe ich aber mein Tunnelschlangen-Outfit nicht mehr an. Finde ich cooler. Okay. Willkommen in Megaton. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Wie kann ich denn eigentlich meine Waffe wieder wegstecken? Nein. E? Nein. F? X? Auch nicht. Y vielleicht? Nein. V ist klar. B auch nicht. H für Halftern? Nein, auch nicht. Achso, F hatte ich ja schon. Toll. Nee.
kurz gucken. Das kann wichtig werden. Deswegen, ablocken, Waffe ziehen, laden. Ja gut, aber ich will sie wegstecken. Okay. Okay, Waffe wegstecken gibt es nicht. Okay, das ist doof. Ach, mit R kann ich sie doch auch wegstecken. So. Ja, hallo. Ui, der sieht aber... Mein Name ist Lucas Sims. Bin der Sheriff der Stadt und Bürgermeister, wenn man mich braucht. Ich weiß nicht, warum, aber ich mag sie. Hä? Irgendwas sagt mir, dass sie okay sind. Willkommen in Megaton. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Pfft, Pech, Marie. Sie sind freundlich und haben Manieren. Ne? Wir werden gut miteinander klarkommen. Sie behandeln die Leute gut und dürfen bleiben, solange sie wollen. Das ist klar. Freut mich, dass wir uns verstehen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Was gibt's denn hier so? Ach ja, stimmt, ich suche dir meinen Vater. In den besten Jahren. Ach so. Ich habe nichts gesehen. Ich muss hier so viele Brände löschen, dass ich mir nicht jeden Besucher merken kann. Ich würde mich mal in der Stadt umhören. Brände löschen? Was gibt's denn hier, was hier so brennt? Kein Problem. Was brauchen Sie denn? Eigentlich alles. Unsere Klinik ist unten am Krater bei der Bombe. Doc Church ist ein wenig grob, aber der Mann hat Talent und zeigt Einsatz. Ach ja, eine Bombe. Gehen Sie zu Moira in den Craterside-Lagerraum. Sie verkauft einige Waffen, stellt wohl aber auch welche her, wie ich höre. Sie finden sie unten am Krater. Mhm. Bei einer Bar. Klar gibt's eine Bar. Moriarty's. Der Eingang ist auf der obersten Ebene, gegenüber dem Haupttor. Geil. Aber seien Sie vorsichtig. Was er auch sagen mag, Moriarty ist nicht Ihr Freund. Also fallen Sie nicht auf seine Lügen rein und trauen Sie ihm nicht. Check. Nächste Laden. Moira verkauft allen möglichen Kram in ihrem Geschäft, dem Craterside-Lagerraum. Raten Sie mal, wo der liegt. Neben dem Krater natürlich. Deswegen Craterside, alles klar, ja. Sehr witzig. Ein Bett mieten. Ein Bett? Bei Moriarty auf der Südseite der Stadt. Ansprechpartner ist Nova. Sie kann sicher helfen. Mhm. Gerne. Was haben Sie auf dem Herzen? Ja, eine Bombe. Was gibt's da zu reden? Ich glaube kaum, dass einer der Ansässigen dazu imstande wäre. Außerdem merken die meisten Leute gar nicht, dass die Bombe eine Bedrohung darstellt. Aha. Und zur Hölle. Cromwell und diese Verrückten von der Kirche des Atoms verehren das verdammte Ding. Warum? Wissen Sie etwa, wie man das Ding entschärft? Ein für alle Mal? Nein, aber ich könnte es ja auch machen. Ah, in Ordnung. Aber hören Sie, sehen Sie sich's erstmal an. Ganz unverbindlich. Jo. Wenn Sie den Auftrag ausführen, sind 100 Kronkorken für Sie drin. Alter, klingt ein bisschen arschig, ne? Ja, komm, ich bin doch gut. Ich bin Karma. Ihr Angebot ganz ist oben. In Ordnung. Aber passen Sie auf, dass Sie uns nicht in die Luft jagen, okay? Es heißt nicht umsonst Ödland, aber es gibt überall Siedlungen. Die Menschen sind eben dickköpfig. Na klar. Im Südosten liegt Rivet City, aber vergessen Sie DC, das ist Kriegsgebiet. Mhm. Was genau soll ich erzählen? Das hatten wir schon. Okay, schießen Sie los. Ja, Vater habe ich schon, ich soll mich hier... Bombe kann ich ja versuchen zu entschärfen. Jagen Sie uns jetzt nicht in die Luft. Nein, nein, jetzt noch nicht. Was? Okay, cool. Welcome. Saloon, Sheriff, Klinik, Cummins und Luxury Abt. Okay. Was gibt's? Sieht toll aus übrigens. Wollen Sie handeln? Schauen Sie mal im Craterside-Lager vorbei. Und jedes Auge soll mit seinem Ruhm erblinden. Jedes Ohr soll... Hallo. Ich weiß, dass ich Sie noch nie in Megaton gesehen habe. Lassen Sie mich raten. Nur auf der Durchreise, oder?
Hier versuchen ja ständig Leute, sich niederzulassen. Egal. Wenn Sie Hunger haben, sind Sie hier genau richtig. Was darf sein? Oh Mann, Sie suchen nach Ihrem Vater? Das ist ja süß. Ist er abgehauen, als Sie noch ein Kind waren oder so? Unsere Eltern sind gestorben, als wir Kinder waren. Mein Bruder Leo ist der Älteste. Er hat meinen Bruder Andy und mich aufgezogen. War hart für ihn. Aber das wollten Sie sicher nicht hören. Nein. Tut mir leid, aber ich habe Ihren Vater nicht gesehen. Er hat nicht in der Lantern gegessen, das wüsste ich. Ist interessant, dass alle meinen Vater kennen. Also, ne, sofort wissen, wer mein Vater ist anscheinend. Einige Leute hassen diesen Ort, was auch ihr gutes Recht ist. Aber was zur Hölle erwarten die? Nahrung, Schutz und Sicherheit. Mehr braucht man nicht. Hab nicht viel gehört. Ehrlich gesagt, verlasse ich die Lantern nur selten. Zu viel Arbeit. Und der Tag hat zu wenig Stunden. Verstehen Sie? Mhm. Sehen Sie mal. Der Großteil ist essbar und einiges schmeckt sogar. Aha, das ist toll. Und sogar Stimpaks hat sie. Cool. Achso, ja, mit dem Reparieren war jetzt nicht gerade so erfolgreich gewesen. Na gut, ich nehme den einen Kronen. Viel Spaß! Danke. Ich bin hier, nur für den Fall. Jo. Tauben, um den Donner seiner Stimme zu hören. Jo, mach das mal. Erzähl mal. Kleidung. Ich kann gar nichts irgendwie. Kann ich wenigstens die Brille? Nein, kann ich auch nicht. Achso, Quatsch. Was mache ich denn da? Waffen. Kann ich meinen Baseballschläger jetzt? Kann ich auch nicht reparieren. Ach, da steht's ja. 33 Fertigkeit wird benötigt. Der Polizeiknüppel. Den könnte ich. 18 bräuchte ich. Ich glaube, ich brauche bei Reparieren brauche ich anscheinend ein bisschen was. Ach ja. Hier ist die Klinik. Okay. Hallo. Oh. Ich bin Doc Church, Inhaber dieser Klinik. Bevor Sie mich um Hilfe bitten, sollten Sie die Regeln kennen. Regel Nummer 1. Stören Sie mich nicht. Wenn Sie mich stören, empfehle ich Ihnen, fast tot zu sein. Ich habe schon genug Arbeit mit den Leuten, die ich mag. Befolgen Sie meine Regeln. Dann nähe ich Sie auch wieder zu. Wenn Sie außerdem auch immer brav zahlen, sollten wir gut miteinander auskommen. Mhm. Mann! Sie gehen mir auf den Geist. Darüber haben wir doch schon mal gesprochen, oder? Was? Über meinen Vater? Nicht wirklich. Seine Konzentration steigert. Ich muss sagen, dass von allen infizierten Dreckslöchern, in denen ich gehaust habe, dies hier das am wenigsten dreckigste ist. Okay, das war sehr hilfreich. Ich bin der Arzt der Stadt. Was aufgeschnitten ist, nähe ich zu. Was infiziert ist, schneide ich ab. Und ich hoffe, dass es danach wieder zunäht. Ein Arzt spricht nicht über seine Patienten. Jedenfalls nicht mit Fremden. Tut mir leid. So nicht. Okay, jemand mit medizinischer Ausbildung sollte zumindest ein bisschen Einsatz zeigen. Und vielleicht können Sie den Jungen zur Vernunft bringen. Leo Stahl, der Junge hat ein Jet-Problem. Ich habe ihn 2 oder 3 Mal hier geschnappt, als er versuchte, meine Narkosemittel zu stehlen. Was? Nicht mal seine eigene Familie weiß es. Nachts geht er rauf zur Wasseraufbereitungsanlage, um sich zuzudröhnen. Ich erwische ihn nicht. Vielleicht Sie. Nachts, okay. Nicht vergessen. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Na, aber sowas. Von. Okay, hier würde ich alles stehlen. Ja, alles. Alles. Oh, Medaway, cool. Holoband, das könnte ich sogar nehmen. Hat er mich gerade... Nö. Stimpaks. Vertrauenswürdiger Chirurg. Chirurg. Dann lesen wir, hören uns das mal an. Das hier ist DLC. Fangen wir noch nicht an. Okay, so, vertrauenswürdiger Chirurg. Ich erzähle Ihnen das nur, weil ich glaube, dass wir Ihnen vertrauen können. Haben Sie von den synthetischen Menschen gehört, die Sie im Commonwealth und im Nord machen? Die Gerüchte sind wahr. Sie nennen sie Androiden. Das sind Menschen, die fehlen. Nur bestehen sie eben aus mechanischen Körperteilen.
Ich kenne so einen Anruf. Er sucht einen vertrauenswürdigen Arzt für eine Gesichtsbehandlung. Sind Sie dazu in der Lage? Oder haben Sie eine Adresse? Kennen Sie außerdem einen hervorragenden Computerspezialisten? Aha. Oh. Ja. Das ist der, ach, das ist der entkommene Druide, okay. DLC, 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 nicht DLC. Okay. Hä? Achso, das brauchen wir nicht. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Unsere Erlösung. Sie ist das Symbol für den Ruhm des Atoms. Sie soll als Erinnerung an die vergangenen Wen haben wir denn hier? Ein Neuzugang für unsere bescheidene kleine Gemeinschaft? Mein liebes Kind, willkommen! Willkommen in Megatone! Ich bin Confessor Cromwell, Prophet des Atoms und Vater des unsterblichen Leuchtens. Sie können gerne jederzeit in die Kirche kommen. Jederzeit! Aha. Viele Besucher enden in einem der runtergekommenen Läden von Megatone. Sie sollten mit Colin Moriarty sprechen und ihre Suche dort fortsetzen. Wo wir von runtergekommenen Sachen reden, oder was? Ja, was möchten Sie wissen? Die Kirche der Kinder des Atoms basiert auf der Annahme, dass jedes einzelne Atom der Schöpfung ein ganzes Universum in sich trägt. Wenn dieses Atom gespalten wird, entstehen aus einem einzelnen Universum zwei Universen. Der größte Akt der atomaren Schöpfung. Ab und zu tritt ein göttliches Ereignis ein und Trillionen neue Universen werden erschaffen. Zuletzt fand ein solches Ereignis vor 200 Jahren statt. Während die meisten verlorenen Kinder dies als Krieg und Zerstörung betrachten, sehen wir in der atomaren Strahlung Schöpfung und Vereinigung. Mhm. Diejenigen, die bei der großen Spaltung zum Atom gerufen wurden, hatten Glück. Sie durften bei der Schöpfung des Atoms mithelfen. Danach trachten auch wir, symbolisch und in unserem Handeln. Die Bombe, wie Sie sie nennen, steht für die schöpferische Macht des Atoms. Wir knien vor ihr und bitten darum, dass das Atom uns zu sich ruft. Wir beten, aus unseren erbärmlichen Körpern neues Leben erschaffen zu dürfen. Aha. Obwohl Sie die Wahrheit kennen, verspotten Sie uns immer noch. Das ist sehr, sehr traurig. Ja, bestimmt. Gerne doch. Nehmen Sie Spenden? Ja, bestimmt. In meiner Jugend bin ich viel rumgekommen. Aber das war ein anderes Leben. Sie suchen doch sicher Informationen und Ratschläge, oder? Ich kann Ihnen nur folgenden Rat geben. Im Ödland finden Sie keinen Reichtum, der den Reichtum in Ihrem Inneren übersteigt. Schwelgen Sie im atomaren Glühen. Dann werden Sie mich verstehen. Mhm. Megatone, das heilige Dorf des Atoms. Es hat diese Stadt als Pilgerstätte für seinen Schrein auserwählt und wir wurden zu ihm gerufen. Die Leute von außerhalb fragen, warum wir eine Stadt um eine Bombe herumbauen. Die Antwort ist, die Bombe verspricht die Spaltung und das Leuchten. Wir sind die Bombe. Die Bombe ist das Atom und somit sind wir das Atom. Wir warten auf den Tag, an dem jeder von uns Billionen neuer Leben gebärt. Oh Gott. Entschuldigung. Ich versuche alles, um nicht in solch weltliche Angelegenheiten gezogen zu werden. Das hätte nur eine Ablenkung vom Atom zur Folge. Jetzt, wo Sie es erwähnen, Moira hat einen Söldner angeheuert, um ihre Waren zu beschützen. Der Mann schläft nie, sagt man zumindest. Ja, das... wow. Leuchtenden Schrittes voran. Jeder hat so sein Recht auf seine eigene Meinung, aber irgendwo... Aktivieren. Siehe, nicht, nee. Er kommt mit den Wolken. Warum sollte ich die aktivieren? Bin ich bekloppt? Okay, was ist denn hier los, sag mal?
Aha. Komm, also, ne? Alles, was wir nicht klauen, leeres Haus. Ein leeres Haus. Alles, was wir nicht klauen, können wir mitnehmen und dann verkaufen. Jericho, aha. Ach nee, noch so ein Ödland-Hornochse. Hören Sie, ich mag Sie nicht. Halten Sie sich von mir fern, dann werden wir keine Probleme miteinander haben. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich habe draußen im Ödland gelebt. Damals war ich ein echter Mistkerl, aber das habe ich alles hinter mir gelassen. Was? Wohin soll ich zurückkehren? Das habe ich alles hinter mir gelassen. Da draußen gibt es nur Böses. Töten, Stehlen, Gewalt. Damit will ich nichts mehr zu tun haben. Okay. Ja, Sie haben recht. War sowieso nur eine dumme Idee. Hä? Was ich darüber weiß, geht Sie rein gar nichts an. So läuft das nicht hier. Naja. Ja, verdammt. Ist echt egal. Ja, danke. Ich? Ich tue gar nichts. Naja, mal abgesehen davon, dass ich ständig bis Oberkante Unterkiefer voll bin und Moriarty reich mache. In der Stadt bin ich auf jeden Fall der beste Gewehrschütze. Darum kommen alle zum alten Jericho, wenn die Raiders auftauchen. Aber zwischen den Angriffen begnügen sie sich damit, mein Geld zu nehmen und mich nach Hause zu schleppen, wenn ich einen zu viel hatte. Etwas Geld für ein paar Drinks könnten meine Lippen ein wenig lösen. Versuchen Sie es mal. Sehen Sie, was passiert. Sie sind dran. Ja, ciao. Ich bin hier, nur für den Fall. Naja, ist klar. Damentoilette. Okay, da sollte ich vielleicht nicht rein. Hallo, ich bin Manja. Der alte Knacker, der hier rumläuft, ist mein Ehemann Nathan. Mhm. Sagen Sie Bescheid, wenn wir Ihnen irgendwie helfen können. Sprechen Sie nicht mit Nathan. Er labert Sie nur mit der verdammten Enklave voll. Ich kann Ihnen fast alles sagen, was Sie wissen wollen. Die Geschichte von Megaton ist kein Geheimnis. Vor langer Zeit, noch vor dem Krieg, gab es Maschinen, sie waren wie Busse, aber flogen am Himmel und brachten die Leute überall hin. Man musste nicht laufen, sondern ging einfach zur Flugstation, kaufte sich eine Karte und stieg in den Himmel auf. Das gab's überall auf der Welt. Als der Krieg begann, fielen die Maschinen aus dem Himmel. Alle hier glauben, dass die Bombe den Krater verursacht hat, aber das stimmt nicht. Der Krater bot guten Schutz vor den Sandstürmen. Und als Papa und der Rest sich entschieden, die Mauern zu bauen, verwendeten sie das, was sie hatten. Einige wollten die Bombe loswerden. Die Kirche des Atoms war da noch neu. Wir brauchten ihre Hilfe beim Bau der Mauern und Beseitigen der Trümmer. Wenn wir versucht hätten, die Bombe wegzuschaffen, hätten sie uns nicht geholfen. Außerdem wollten viele Leute die Bombe einfach in Ruhe lassen. Sie tat niemandem weh und niemand konnte sagen, was passiert, wenn wir es vermasseln. Gutes Auge. Ja, stimmt genau. Einige Meilen von hier gab es eine Flugstation. Bis auf die Flugzeuge wurde alles geplündert. Mein Papa hat einige Leute, die da rausgehen, die Maschinen auseinandernehmen und die nützlichen Teile zurückschleppen. Habe ich auch schon gemacht. Man kann gar nicht mehr erkennen, wo die Flugstation mal war. Das Ödland hat sie zurückerobert. Heißt es, Ihr Papa ist hier noch da? Es ist viel einfacher, als genug Teile zum Bauen von Mauern und Häusern aus rein gar nichts zu finden. Der Schrott war da, also verwenden wir ihn. Außerdem ist das stabil. Das hält die Raiders und Sandstürme draußen. Nicht alle von uns hatten das Glück, in einer Vault geboren zu werden. Ja, da ist was dran.
Nur raus mit der Frage. Ursprünglich war die Stadt mal ein Loch im Boden. Mein Papa erzählt immer, dass sich sein Vater und die ersten Siedler im Krater versteckt haben. Das Wrack schützte sie vor Sandstürmen. Als wieder Normalität einkehrte und die Leute sich in die Wüste aufmachten, blieben einige hier zurück. Die Umherziehenden kamen zurück, um Handel zu treiben. Als mein Papa geboren wurde, war die Stadt schon zu einem Handelszentrum geworden. Durch die Karawanenrouten wurde mein Papa reich und überzeugte schließlich die anderen, dass Mauern gebaut werden müssen, um die Raiders fernzuhalten. Die Mauern sind vor allem wegen der Raiders. Als die Stadt groß genug war, haben sie gewartet, bis die Händler weg waren und uns dann fertig gemacht. Die Mauern schützen auch vor Supermutanten, ein ganz anderes Problem. Sie könnten uns auch umbringen, aber meistens verschleppen sie die Leute. Am Ende hat mein Vater was unternommen. Er und ein paar andere haben die Händler und Einwohner organisiert und die Mauern gebaut. Jetzt sind wir recht sicher. Trotzdem wünschte ich, die Stählerne Bruderschaft hätt's einfacher. Sie haben wirklich viele Angreifer zurückgedrängt. Mhm. Nein, zuerst lebten hier Leute, die in die Vault wollten. Leute, die die Bombe verehrten und ein paar andere Flüchtlinge. Dann kamen die Händler. Jetzt kümmern sich die Karawanen um den Großteil des Handels. Aber davor fand alles in Megaton statt. Ich habe mit meinem Vater eine Weile in den Karawanen gearbeitet. Dort habe ich diesen wertlosen Schlafsack getroffen, der jetzt mein Mann ist. Okay. Nein, der Platz ist zu knapp. Sehen Sie all die Leute? Sie leben im Haus der Gemeinschaft und sind keine richtigen Einwohner. Sie haben auch keinen Fremde Namen. Fremde werden hier gut beobachtet. Ich kann einen Raider-Spion auf 100 Meter Entfernung erkennen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Ja, natürlich. Aber wenn sich die anderen mit Besprechungen und Abstimmungen wohler fühlen, bitte sehr. Mhm. Wenn Sie das sagen. Ich wurde hier geboren, genau wie mein Papa. Eine Weile habe ich ihm beim Sammeln geholfen und später mit seiner Karawane. Aber durchs Ödland zu latschen, ist nur etwas für junge Leute. Nachdem ich Nathan getroffen hatte, wollte ich nicht mehr so viel herumreisen. Okay. Wir sind hier, solange ich denken kann. Ich kann natürlich nicht gerade sagen, dass das gut für Nathans Geisteszustand wäre. Mhm. Sie kommen von überall her. Die Stahlfamilie ist irgendwo im Osten aufgewachsen. Lucy kommt aus einer kleinen Siedlung im Norden. Billy redet nicht darüber, wo er herkommt. Doc Church lebte mal in Rivet City. Jericho, naja, sagen wir mal, dass sich die Menschen ändern. Hoffe ich jedenfalls. Genau genommen hat hier keiner das Sagen. Aber man kann keine zwei Leute in einen Raum packen, ohne dass einer versucht, den anderen zu kontrollieren. Es hängt allerdings davon ab, wen man fragt. Lucas Sims hat sich selbst zum Sheriff ernannt. Er wirft jeden raus, der zu viel Ärger macht. Colin Moriarty gehört fast alles andere. Hier passiert nicht viel, über das er nicht Bescheid weiß oder das er nicht selbst plant. Dieser Mann ist der Abschaum der Erde. Er sorgt dafür, dass die Trinker hier immer im Alkohol schwimmen. Die arme Nova hat was Besseres verdient. Und fragen Sie mich besser nicht, wie er Gorb behandelt. Nur weil der Junge tot aussieht, muss man noch lange nicht so mit ihm umspringen. Dieser Mann hat seine Finger hier überall drin. Passen Sie bloß auf, was Sie über ihn sagen. Der hört alles. Okay. Er versucht hier für Recht und Ordnung zu sorgen. Vergebliche Liebesmüh, aber ich respektiere ihn. Anscheinend kann er die Leute für sich gewinnen. Mit Ausnahme dieser seltsamen Cowboy-Nummer habe ich an ihm nichts auszusetzen. In Ordnung. Wollen Sie noch was wissen? Sie können jederzeit wiederkommen, wenn Sie noch mehr erfahren wollen. Hauptsächlich, wenn ich dasselbe nochmal erfahren wollte. Heutzutage mache ich mir in der Stadt nur über eine Sache Sorgen, was mein verdammter blöder Mann wieder anstellt. Er wandert Tag und Nacht hier herum, predigt über die Enklave und versucht, an Teile für seine Knarren zu kommen. Ich weiß nicht, wer der größere Narr ist, er oder ich. Schließlich habe ich ihn ja geheiratet. Ja, selbst schuld. Ciao.
war sehr nett. Ja, fand ich auch. Allerdings zu lang. So, das ist Jericho. Maggie. Hallo, Maggie. Hi, ich bin Maggie und lebe mit Billy Creel zusammen. Kennen Sie ihn? Er kümmert sich um mich. Na gut, ich muss dann mal. Tschüss. Billy kümmert sich um mich. Kennen Sie Billy? Billy Creel? Vor langer Zeit hat er mich vor den Raiders gerettet. Oh, cool. Sie haben meine Eltern getötet. Aber Billy war da, bevor sie mich fangen konnten. Und jetzt ist er sowas wie mein Vater. Megaton ist ganz okay. Als ich klein war, lebte ich weit weg, bis Billy mich gefunden hat. Megaton... Ja, Entschuldigung. Mit den meisten spreche ich nicht. Billy sagt, dass ich immer vorsichtig sein muss. Vor allem darf ich nicht mit Mr. Jericho sprechen. Meistens spiele ich den ganzen Tag mit Harden, wenn sein Vater ihm nicht schießen oder was anderes beibringt. Billy sagt, dass er mir das Schießen eines Tages auch beibringen wird. Das kann nicht schaden. Ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Wenn es Ihnen so wichtig ist, sollten Sie mit Manja sprechen. Sie lebt länger als alle anderen in Megaton. Oh Gott, ja, das habe ich schon, danke. Auf Wiedersehen. Ciao. Kann ich hier rein? Das sah so aus wie eine Hütte. Nee, kann ich nicht. Billy Creels Haus, okay. Wo wir gerade davon gesprochen haben. Da Jericho. Moriartys. Colin Moriarty, da ist er doch. Colin Moriarty. Freue mich immer, ein neues Gesicht zu sehen. Wie schade, dass wir uns nicht in meiner natürlichen Umgebung treffen. Ich bin Besitzer und Eigentümer des Moriartys, der Kneipe. Aber bitte sehen Sie selbst. Kommen Sie auf einen Drink oder 12 vorbei. Sie und ich, wir werden gute Freunde werden. Mhm. Galaxy News Radio ist ein großmäuliger Radiosender in den Ruinen von DC. Three Dog, der König dieses Irrenhauses, plappert ständig über den guten Kampf oder sowas. Ein Haufen Müll. Aber wenn Sie wissen wollen, was im Ödland so los ist, wäre das der richtige Ort. Mir ist das alles völlig egal. So wirkst du auch. Mein Gott, Sie sind's. Der kleine Junge ist erwachsen. Und immer noch irgendwie ein kleines, hartnäckiges Schlitzohr. Es ist lange her, Klein. Ach, der war da. Ja, und auch gleich wieder weg. Bekam, was er wollte und machte sich aus dem Staub. Ich nehme an, Sie werden dasselbe tun, richtig? Hat Ihnen das Ihr Vater erzählt, dass Sie in diesem Loch geboren wurden? Dass auch er dort geboren wurde? Ja, ja, die Lügen, die wir unseren Lieben erzählen. Ihr Vater brachte Sie gleich nach Ihrer Geburt zur Vault, damit Sie sicher sind. Ich kann mich noch gut erinnern, denn sie haben in meinem Saloon gelebt. Bitte? Ja, ihr Vater, sein Freund aus der Bruderschaft und sie, der Säugling ohne Mutterbrust, stammen aus der Vault. Das mit ihrer Mutter tut mir echt leid. Aber das Leben geht weiter. Papa hat gelogen. Das Leben ist voller kleiner Enttäuschungen. Und jetzt sind sie erwachsen und fragen sich, wo er ist. Ah, verstehe. Naja, ich habe von der Gehirnwäsche gehört, mit der da unten gearbeitet wird. Von einem Kerl, der vor 5 Jahren geflohen ist. Gegrüßt sei der Aufseher. Wir kommen in der Vault zur Welt und wir sterben in der Vault. Und der ganze Wahnsinn eben. Ja. Eine bessere Programmierung als unser Deputy World. Also schön aufpassen. Sowas wird schnell ausgenutzt. Das kann ich doch gar nicht, oder? Wenn jemand bei mir einen guten Eindruck hinterlässt, lege ich gern die Karten auf den Tisch. Ihr Papa war hier und jetzt ist er es nicht mehr und ich weiß, wo er hin ist. Aber sie verlangen da Infos und Infos sind Handelsware. Sagen wir 100 Kronkorken und sie wissen, wo ihr Papa ist. Sehr günstig. Nee. Ach ja. Na, dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Soweit ich weiß, hat Ihr Vater nur mir erzählt, wohin er gegangen ist. Kommen Sie wieder, falls Sie Ihre Meinung ändern. Normalerweise bin ich in der Kneipe. 100 Kronkorken.
Ihr Papa würde da nicht so lange überlegen. Alter Drecksack. Ciao. Geht's also weiter? Hä? Auf Durchreise, mach wie? Mach schon, du Schrottal. Guten Jeden Abend. Tag derselbe Mist. Gob, ich sag dir doch, dass es nicht das Radio ist. Der Empfang des Radiosenders der Enklave ist okay. Aber das Signal von Galaxy News ist schlecht. Blödes Radio. Was darf's denn sein? Hallo Nova! Ja, an den erinnere ich mich. Ich habe gesehen, wie er mit Moriarty gesprochen hat. Gut aussehende Männer wie diesen vergisst man nicht so schnell. Okay. Ja, das ist genau Collins Stil. Er verkauft so viele Informationen, dass man annehmen könnte, die Kneipe ist nur ein Hobby. Redest du von Gorb? Wenn man mal sein Aussehen außer Acht lässt, ist er ein echter Schatz. Colin ist allerdings sehr sauer auf ihn. Er spricht nicht viel darüber, aber anscheinend gibt's irgendwo unten in DC eine ganze Stadt voller Ghule. Er hat seine Mutter ein paar Mal erwähnt, aber mehr ist nicht aus ihm rauszukriegen. Mhm. Er ist jetzt seit ungefähr 15 Jahren hier, seitdem Moriarty ihn diesen Sklavenhändlern abgekauft hat. Ob ich auch mit Gorb zu tun habe? Ach, er ist sehr nett und ich weiß, dass er gerne... Naja, ich will ja nicht oberflächlich klingen oder so. Ich meine, ich bin eine Hure. Meine Ansprüche sind nicht gerade hoch. Okay. Also, es gibt Leute, mit denen nicht mal ich mich einlassen würde. Typen, die matschiger sind als ich, gehören dazu. Ui. Tja, keiner von uns mag den verdammten Bastard. Aber mit Gorb springt er am miesesten um. Wahrscheinlich nur, weil er anders ist. Kein Problem, Baby. Was hast du auf dem Herzen? Ui. Dich zu buchen? Ja. Was? Ach, du meinst, warum Gorb auf das Radio eingeschlagen hat? Nun ja, hier in der Wüste gibt es zwei aktive Radiosender. Zum einen ist da der Radiosender der Enklave. Keine Ahnung, wer dahinter steckt, aber hört sich an wie eine aufgezeichnete Vorkriegssendung. Außerdem gibt's das Galaxy News Radio. Ein Typ namens Three Dog betreibt es irgendwo in DC. Aber seit kurzem ist das Signal nicht mehr da. Machst du Witze? Ah, du kommst wohl aus dieser Vault. Okay. Es ist der einzige freie Radiosender des Ödlands. Der Betreiber, Three Dog, scheint der einzige zu sein, dem das alles am Arsch vorbeigeht. Er redet ständig über den guten Kampf oder so. Ist aber besser als der Mist der anderen Sender. Okay, cool. Pass auf dich auf, Schatz. Ja, warum funktionierst du nicht? Süß. Du jetzt funktionier. Ich kenne sie nicht. Sind sie neu in der Stadt? Hallo, Lucy West. Ich hoffe, sie meinen damit eine Arbeit, sonst sollten sie sich mit Nova unterhalten. Ich suche jemanden, der eine Lieferung für mich erledigt. Sind Sie interessiert? Okay, ja, klar. Prima. Bringen Sie bitte meiner Familie in der Siedlung Arafu diese Nachricht. Ich habe seit Monaten nichts von Ihnen gehört und mache mir Sorgen. Oh, okay. Sobald Sie dort ankommen, reden Sie bitte mit Davis West. Er wird Sie gerne für die Reise bezahlen. Ich gebe Ihnen gern Informationen, denn Sie tun mir ja auch einen großen Gefallen. Okay. Arafu liegt nordwestlich von Megaton, an einer alten Potomac-Brücke. Wenn Sie den Überbleibseln des Flusses folgen, ist es nicht zu verfehlen. Nein, ich glaube nicht, dass Sie in Gefahr sind. Vielleicht kommen die Briefe einfach nicht an. Überbringen Sie bitte unbedingt die Nachricht. Na klar. Tja, mal überlegen. Da wäre Evan King. Er ist so etwas wie der Sheriff der Stadt. Dann wäre da noch meine eigene Familie, die Familie Ever. Und eine alleinstehende Dame namens Karen Shensi. Ihre eigene Familie? Okay. Abgesehen von den Monstern des Ödlands, einigen Sklavenhändlern und Raider-Überfallkommandos und vereinzelten Landminen ist es da völlig ungefährlich. Na, da bin ich auch Wissen froh. Sie, wenn es einfach wäre, würde ich selbst gehen. Ja, okay, Entschuldigung für die Frage. Okay. Hey, ich danke Ihnen nochmals dafür, dass Sie das für mich getan haben. Das bedeutet mir sehr viel. Mach schon, funktionier. Ich hab doch noch gar nichts gesagt. Verdammtes Radio. Auch der Ärmste.